2. November 1974. Dieser Tag ist in die Geschichte der Stadt Aurich eingegangen, als das bis dahin turbulenteste Stadtereignis. Tausende feierten die Einweihung der 200. Fußgängerzone Deutschlands. Dies gilt bis heute als die Geburtsstunde des Auricher Stadtfestes. Das war zunächst nicht erwartbar. Als die Planungen für diese Fußgängerzone als Modell im Schaufenster des Auricher Modehauses Silomon ausgestellt wurde, diskutierten die Kaufleute der Innenstadt nicht nur, sie protestierten. Doch ihr Protest nützte nichts. Die Entscheidung war zweifelsfrei eine richtige. Die historisch gewachsene Auricher Altstadt war schlichtweg nicht auf den wachsenden Autoverkehr der 60er Jahre ausgerichtet. Als die Bauarbeiten begannen, geschah genau das, was für den Einzelhandel der Stadt zum blanken Horror wurde. Die Baustelle brachte das Geschäftsleben komplett zum Erliegen. Schon nach wenigen Tagen forderten Kaufleute sogar, den Beschluss für die Fußgängerzone rückgängig zu machen. Der damalige Bauleiter Johann Fischer war von morgens bis abends unermüdlich vor Ort, musste sich Unfreundlichkeiten anhören, die man öffentlich besser nicht zitiert. Ein halbes Jahrhundert später scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Mit viel Geld hatte die Stadt Aurich entschieden, ihre in die Jahre gekommene Fußgängerzone nicht nur optisch, sondern rund 2 Meter unter der Oberfläche von Grund auf zu sanieren. Aurichs gute Stube verwandelte sich erneut über viele Monate in eine Großbaustelle, zum Leidwesen von Gastronomie und Einzelhandel. Zweckoptimismus mit zusammengebissenen Zähnen, so lässt sich die Stimmung bei den Auricher Kaufleuten nett umschreiben. Nach Zwangsschließungen durch die Corona-Maßnahmen der Regierung, Lockdown genannt, nun auch noch das. Wie vor 50 Jahren gab es Stimmen, Stimmungen und Meinungen, die man besser nicht öffentlich zitiert, zwischen Wut, aber auch Verzweiflung. Eines muss an dieser Stelle allerdings auch gesagt werden. Bei allem oft sehr unwirschen Unmut über Planung und Planungsausführung, die vor Ort direkt Betroffenen, seien es Geschäftsinhaber oder auch die Jungs und Mädels vom Bau, kamen am Ende des Tages immer wieder respektvoll miteinander zurecht. Fast so, wie vor 50 Jahren der damalige Bauleiter Johann Fischer es zu ertragen und zu bewältigen hatte. Bei der diesjährigen Eröffnung des Auricher Stadtfestes bedankte sich Aurichs Bürgermeister Horst Federmann für die Ertragungsfähigkeit der Auricher Kaufleute. Er selbst dürfte allerdings auch etliche Ordner mit Beschwerdebriefen und Unmutsbekundungen auf den Tisch bekommen haben. Das Stadtfest wurde 1975 zum ersten Mal eröffnet, und zwar damals wurde die Fußgängerzone neu gemacht. Einige müssen sich erinnern, und das wurde mit einem Fest gewürdigt gefeiert. Und seitdem ist das Stadtfest in unserem Kalender in jedem Jahr ganz fest verankert und ist ein tolles Fest von Aurichern für die Auricher. In dem Zusammenhang jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Auricher Kaufleuten, dass die diese, ich sag mal, Tortur über sich ergehen lassen haben. Denn die neue Fußgängerzone, die machen wir jetzt gerade neu, wir sind fast fertig. Das ging schon teilweise an die Nerven, muss man sagen. Und dafür ganz herzlichen Dank bei den Auricher Kaufleuten und bei den Auricher Bürgern, dass ihr das überstanden habt. Herzlichen Dank. Rechtzeitig zum diesjährigen Stadtfest konnte die Großbaustelle Fußgängerzone geräumt werden. Auch wenn es noch ein wenig Rohbau ist, sie kann sich sehen lassen.
Anders als in den 60er und 70er Jahren ist sie nicht mehr nur eine Einkaufsmeile, sondern ein einladender Ort zum Verweilen, belebt auch durch eine mittlerweile überaus vielfältige Gastronomielandschaft. Gastronomisch ging es natürlich auch bei diesem Stadtfest zu, und zwar mit dem traditionellen Fassbieranstich durch den amtierenden Bürgermeister. Und der wird seit Jahrzehnten von der hiesigen Presse vollumfänglich dokumentiert. Vergleichsweise spät begann das diesjährige Stadtfest. Offizielle Eröffnung um 20 Uhr, Beginn der Live-Musik um 21 Uhr. Das fanden viele nicht so gut, passte zumindest aber zum 21 Uhr Geläut des Lamberti-Turms, der damit wohl auch mit Gottes Segen die Party einläutete. Super Stimmung, richtig voll. Klasse Publikum. Klasse Publikum. Sensationell. Also man hört ja immer von der nordischen Kälte, die haben wir überhaupt nicht gespürt. Die Jungs waren so gut drauf heute und Mädels, ey, das war echt der Hammer. Mhm. Also hätte ich so nicht erwartet. Also ich hätte es erwartet, dass es gut wird, aber nicht so. Ja. Wir sind als Band jetzt in der Formation, sind wir jetzt 6 Jahre unterwegs. 6 Jahre, ja, genau. Und wir haben gemischt, haben wir schon vorher. Also ich glaube, Kiesel und ich, wir machen seit 20 Jahren zusammen Musik. Wolfgang und ich seit 30 mit etwas Unterbrechung. Genau. Ja, ich und auch. In der Formation muss man sagen. Er ist das Gute, er ist ja 6 Jahre dabei. Ja, genau. Aurig war wirklich eine tolle Sache. Wir haben uns hier beworben und haben gar nicht wirklich ernsthaft mit gerechnet, dass das so funktioniert. Und dass das dann funktionierte, wie gesagt, ich habe das dann verkündet. Wir haben uns wirklich gefreut, weil Aurig uns auch was bedeutet. Für 2 Tage wurde aus dem Auricher Altstadtkern ein richtiges Festgelände gemacht. Schon am frühen Nachmittag bauten die Bands auf, Soundcheck inklusive. Love Down Cancel. Easily,
This doesn't have to end in tragedy. I have you and you have me. Sehr beliebt die Bühne am Lambertshof. Hier ist weniger Party gefragt, hier ist es beschaulicher, fast schon ein wenig Weinfestatmosphäre. Neu auf dem Aucher Stadtfest in Höhe des Historischen Museums, der DJ-Turm. Die altehrwürdige Burgstraße wandelte sich zur Disco-Meile und moderne Tontechnik macht es möglich. Diese Partymeile störte das ruhigere Ambiente am Lambertshof in keiner Weise. Das war neu, der frisch sanierte Karolinengang Auris Kneipenmeile mit Zukunft. Hier ging es fürs junge Publikum richtig ab, Logenplätze gab es allerdings nur für die Anwohner. In Aurich sei es traurig, wurde zumindest früher gesagt, doch wer hier wohnt, der weiß es besser. Mittendrin in einer lebendigen Stadt, was will man mehr? Ausklang zumindest für draußen 1 Uhr nachts. Die Gäste verteilten sich in der Auricher Altstadtgastronomie sicher nicht nur für einen Absacker. Anders begann der Sonnabendmorgen für den Bauhof. Da war Frühschicht angesagt, einmal durch die Stadt fegen und für viele, die auf dem Georgswall den traditionellen Flohmarkt aufbauten. Der Sonnabendvormittag war zum Familientag ausgerufen worden, diesmal nicht gedrängt auf einer Ecke vorne Burgstraße Denkmalplatz, sondern schön verteilt entlang der frisch sanierten Fußgängerzone. Und das war eine gute Idee. Die drei hatten sich die Auricher besonders gefreut. Das Familientrio Adrenalin aus Aurich, bestehend aus Vater Uwe Aden, seinen Kindern Santia und Janek.
Auftrittsort Burgstraße gegenüber der Burgapotheke, auf der Bühne der Auricher Altstadtgastronomie. Ich hoffe, also Adrenalin gibt es nicht in der Apotheke, sondern immer auf was physischen oder auch auf anderen Bühnen, wo man uns halt bucht und wo wir gerne spielen. Sie konnte schon singen, bevor sie sprechen konnte. Das ist verbürgt. Zumindest sagt Mama das immer. Aber ja, ich habe eigentlich immer gesungen, wenn ich Lust hatte. Und das hat sich in den letzten Jahren auch einfach immer mehr entwickelt. Also ich bin nie beim Unterricht gewesen, aber es hat sich einfach, ich glaube einfach dadurch, dass wir viel und regelmäßig gespielt haben und ich viel gemacht habe, hat sich das einfach so entwickelt, wie es heute ist. Und auch das ist fester Bestandteil des Auricher Stadtfestes, ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Schlossplatz, sofern Petrus und das Wetter mitspielt. Bei den unterstellten guten Kontakten der Veranstalter gab es natürlich besten Sonnenschein. Es ist eine schöne Tradition, dass das Auricher Stadtfest mit einem ökumenischen Gottesdienst schließt. Und von daher begrüße ich auch ganz herzlich unseren Bürgermeister Horst Federmann und Antje Harms, unsere stellvertretende Bürgermeisterin. Schön, dass ihr auch da seid.